Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid und willkommen zurück zur Gun Game Challenge. Wahrscheinlich wisst ihr, was ein Gun Game ist aus dem klassischen Counter-Strike, aber auch in World of Tanks gibt es eine Art Gun Game. Das heißt, man versucht jede Tierstufe und jede Klasse zu durchlaufen. Gewinnt man, geht man eine Klasse bzw. eine Tierstufe weiter, verliert man, muss man diese Stufe wieder zurück. Ich habe diese Challenge in etwas abgeänderter Art und Weise nun durchgeführt. Nämlich ging es um Kills und um Schaden und das auf den Stufen. Sprich, ich habe auf Stufe 5 mit 2500 Schaden und 2 Kills angefangen und das Ganze dann pro Stufe um einen Kill und 500 Schaden gesteigert. Klingt an sich vielleicht erstmal nicht wild, also klar, es erfordert da fast schon Ausnahmerunden, aber klingt jetzt definitiv nicht unmachbar. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich ungefähr nur 4,5 Stunden Zeit hatte. Im Vorfeld war ich mir gar nicht sicher, wo nun das größte Problem liegen würde. Wäre es vielleicht der Damage im Load hier oder wären es die 5 Kills auf Stufe 8 oder 6 Kills auf Stufe 9? Aber ich glaube, tendenziell konnte man sagen, dass eher der Schaden in den niedrigeren Tierstufen zum Problem werden könnte. Also 2500 auf Stufe 5, 3000 Schaden auf Stufe 6. Und dann je höher man kommt, eher nicht der Damage, sondern die Kills zum Problem werden könnten. Ich bin relativ unvoreingenommen an die ganze Sache rangegangen, dachte ich, okay, Tier 5, da hast du so viele Fahrzeuge, Panzer 5-4, M10, RBFM und so weiter, da hast du eigentlich relativ schnell die Challenge geschafft. Das Ganze startete relativ vielversprechend, ja gleich meine zweite oder dritte Runde war genau diese. Der 5-4 drückt einfach weh, seht ihr das? Zielführung einfach OP, wa? Hit. Jetzt ist er weggefahren, hat einen Baum umgerissen. So, ab rein hier gleich. Was? Zielführung, so wichtig, merke ich gerade, ne? Seht ihr, wie die Schüsse viel besser reingehen? Wahnsinn, ne? Da steht wieder einer. Mein Brä steht da drüben wieder im M10 und wartet. Ich habe keine Zeit, ich muss vorwärts fahren, Abfahrt. Ah, er guckt halt wieder raus, shit. Nein, Kanone! Oh, man kann doch nicht dreimal an diesem fetten Ass vorbeischießen, Mann. Ja, ich hab ein bisschen was blind, ne? Ich bräuchte doch einen Kill und ich denke mal 500 Damage oder so. M10 ist noch unspotted, die AT fehlt noch. Die Su steht wahrscheinlich da. Was ist das? Der Kill ist da? Arti, wenn du mir jetzt mit diesen 50 Damage, die du mir geklaut hast, komm, lass es bitte einfach 2,5k sein, komm. Ein Schuss hat mir gefehlt, ja, aber könnt ihr euch merken, das ist ein wiederkehrendes Theme, wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich so knapp dran scheitere. Thank you.
ist mein Paid Actor der Cover? Digga, wer hat diese Felsen gebaut? Sag doch was. Okay. Ich hätte eher darauf spekulieren sollen, dass die da oben lang pushen. Jetzt geht's los, ja. Ich war zu spät. Ich war viel zu spät, leider. Jetzt noch sehen müssen, dass sie da reinjodeln würden. Oh, scheiße, Mann. Alles verpasst. Komplett tot. Scheiße. Hat gut angefangen, Mann. Beide Kills habe ich schon. So, wo könnte das Nashorn stehen? Hier? Könnte halt auch da hinten stehen. Liegen da Bäume? Ne, liegen da keine Bäume. Steht natürlich da irgendwo im Wald, wenn sonst. Leute, this, come on. This is it, oder? Ey, ich brauche noch zwei verdammte Schüsse, ey. Ich brauche einfach zwei verdammte Schüsse. Ich denke, ich muss mich jetzt hier oben einfach in Geduld üben. Ja, ein noch! Fuck you, Challenge. So macht das der Profi. Ausgerechnet auf dieser verkackten Karte kriege ich das hin. Das darf da nicht sein. Und dann auch noch von der Seite, ne? Aber ist immer so ein WOT. Da, wo du es, wo du die Chancen am geringsten einschätzt, hast du die besten Runden. Erfolgreich Robben geklatscht auf Stufe 5. 3200 mit 4 Kills. Nehme ich mit. Tier 5 war ja überhaupt kein Problem, hat nur eine Stunde und über 10 Anläufe gedauert, aber es ging nun weiter mit Stufe 6. Da hatte ich einen ganz klaren Favoriten, T3485, der beste Stufe 7er auf Stufe 6. Er hat mich gesehen. Nice shot, Mailand. Scheiße. Digga, triffst du mal bitte. First try, easy. Denk, ist halt fucking broken, ne, der T3485M.
Ja, das war effizient. Ganze 5 Minuten habe ich auf der Stufe zugebracht. Weiter nun mit Tier 7. Da hatte ich keinen klaren Favoriten. Ich habe es erst mit dem E25 versucht, hatte aber dann nicht die besten Karten. Dann habe ich es mit Panzern wie einem Komet versucht, selbst mit einem T29. Hat alles nicht funktioniert und da muss natürlich Good Old Tiger ran. Mit dem Tiger 1 habe ich direkt in der ersten Runde das Ganze um 2 Ks verpasst. In der nächsten Runde habe ich dann mal T8 und T9 Panzer in die Schranken verwiesen. Gar nicht so ungefährlich, das Tigerchen, wenn er mal seine Zähne fletscht. Der schießt einfach irgendwo drauf, ne, mit dem TNH, glaube ich. IS-2 shieldet, wird geschieldet. Kämpft mal gegen eure Gewichtsklasse, ne? Lasst mal hier das Leichtgewicht aus. Okay, ist da. Scheiße, die können jetzt schon von hinten reinstechen hier. Leute, wir brauchen ein bisschen Hilfe hier. Good kill, brother. Ja, jetzt bin ich leider one-clip für den Zehner. Der wird sich gleich drauf eaten, denke ich. 30 hat's. Wer bist du denn? Ich war jetzt seit fast 1,5 Stunden auf Stufe 7 unterwegs. So langsam fing nicht nur bei mir, sondern auch beim Chat an, die Hoffnung zu schwinden. Aber dann ausgerechnet wieder auf einer Karte, wo man sich's am wenigsten vorstellen könnte, gelingt's dann. Ich zeige euch die Runde jetzt hier nicht im Ganzen, weil die war ziemlich langweilig. Aber ich war sichtlich erleichtert, als es dann Licht am Ende des Tunnels gab. Yes! Come on, 1K, come on! Jetzt aber, ich hab die Schnauze voll von Tier 7 gerade. Da ist er. 25, bitte. Yes, baby! Huh. 35 Jahre später kann ich auch nicht mehr sprechen. Ah, und dann ausgerechnet auf der Map schon wieder so. Sag euch, die schlechtesten Karten sind die besten. Nun hatte ich über 90 Minuten auf Stufe 7 verbracht und dachte mir eigentlich, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Aber oh boy, habe ich mich getäuscht. Stufe 8 hat mir wirklich alles abverlangt. Ich habe die ganzen Neuner ausgepackt. Progetto, Burrasque, Skoda T56, Doppelrohr. Es wollte einfach nicht gelingen. Dann bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, mit welchem Tank könnte man denn das schaffen? Welcher Tank liegt dir denn? Worauf hast du denn jetzt richtig Bock? Ja, und dann kam der gute Marathon-TVP ins Spiel, der 9er, 8er Tschechen-TD mit der 10er-Kanone, ihr erinnert euch. Mit dem habe ich es dann gleich zweimal ganz, ganz knapp verfehlt. Doch beim dritten Mal, natürlich wieder auf einer Karte, wo man es überhaupt nicht erwarten würde, klappt es dann letztendlich. Da, danke. Sorry, Mann. Auf die Fresse da. Wäre mein Kill gewesen. Jetzt einfach traden hier. Was ist das wieder für ein Gott da oben? Hier ist Skoda da hinten in der Ecke. Alter Verwalter. Ich treffe ihn nicht, okay.
ist mein. Wieder nicht getrackt. Hat eine Härte, ne? Ach, hat eine Härte, glaub ich. Klar. Du lädst doch mal, oder? Just like that. Gib mir, meiner. Komm, drück auf die Tube, Mailand, das ist die Runde. Wir sind da zwei Häuser im Weg, fuck. Kann man den Kill? Ein Schuss noch, ein Schuss, come on. Bitte, komm. Ich brauche einen Schuss Damage. So Leute, ich habe jetzt Bock, hier so einen Rheinmetall aus dem Leben zu bumsen. Wo bist du? Der folgende Zaubertrick wird Ihnen präsentiert von Mailand mit dem Namen Rheinmetall wegzaubern. Na du Arti? Gut, ne? Gerade geschossen im Reload, keiner da, um zu helfen. So langsam wurde jetzt die Zeit knapp, ne? Nachdem ich Stufe 8 abgeschlossen hatte, war es 21.15 Uhr. In 45 Minuten, sprich 22 Uhr, wollte ich damit fertig sein. Auf Tier 9 hatte ich mir ein paar Favoriten zurechtgelegt. E50, E75, Skoda T50 als Autoloader macht sich immer gut. Aber den Vortritt habe ich dem Cobra gelassen. Ah, da ist schon ein Leid zugange. Cobra. Seht ihr das? Jetzt mal den Pick hier. Ich glaube, ein bisschen obvious, da im Busch zu stehen, Arti, oder? Gut, muss er selber wissen. Aber viel zu niedrig gezielt, schlecht gemacht von mir. Donk, M12. Donk, donk. So, ich denke, der Patton möchte gesalbt werden. Ich werde mich mal 15 Sekunden noch gedulden. Und dann denke ich, werde mich hier eine kleine Salbung, Lötung einleiten. Kann ich das Tigerwrack irgendwie nutzen dabei? Nicht wirklich, ne? Muss halt schnell gehen. Nummer 2. Okay, 2 von 6. Schaden haben wir schon zur Hälfte. So, Patton würde gerne, oder würde ich jetzt gerne als Nummer 3 mitnehmen. Da hat jemand große Klappe und wird deshalb gleich richtig auf die Fresse kriegen, ich weiß schon. Ketten, ich wünsche, eines Tages werde ich auch so gut sein wie du. Wahrscheinlich Perma offen. Ne? Ach. Er steht irgendwo da oben drin. Er schießt jetzt auf mich. Cool, da ist er. Nicht mit mir, mein Bester, okay? 122er hole ich auch gleich. Bitte lass dich nicht killen. Welche Taste war Teamkill, Leute? Welche Taste war das? Wo muss ich drücken?
Strich da. Nice. Haben wir es geschafft? Ne, 4500. Oh, crap. Cobra, du. Verflixte Cobra, du. Ist halt einfach gottlos, dieser Panzer, wirklich. Ja, darauf schauen wir hier nicht, auf Munitionskosten. Das interessiert ja keinen Menschen. Die Cobra-Runde hat mich natürlich ganz schön motiviert. Jetzt hatte ich ungefähr noch 30 Minuten, um Stufe 10 zu absolvieren. Da hatte ich ausschließlich auf Autoloader gesetzt, Kranwagen, Foch B, TVP und Panzer wie VZ-55. Das Problem waren nicht die 5000 Damage, das Problem waren eher die 7 Kills. Deswegen immer wo es ging, rein dort, drauf dort und versuchen die Kills zu leechen. Was? Hä? Gut, ich habe nicht nur ein paar Tanks hinter mir, ich habe alle Tanks hinter mir. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Kameraführung, Alter, die macht einen verrückt, Junge. Mach Piano, mach Piano bitte. Danke. Ausgleichender Roll, der zweite. Sehr lecker. Ich möchte auf die Mediums schießen da drüben. Ja, ein 100 hinten im Busch. Perfekt. Auf den Panther schießen sollen, aber der ging leider. Oh, den habe ich zu spät wahrgenommen. Okay, zwei One-Shots, die da jetzt stehen. Das sind zwei potenzielle Kills. Sehr aussichtsreich hier. Bleib mal bitte stehen, E75. Ich brauche den Kill. Mann, das kämliche, dämliche Kegelgeiere, ich hasse es. Ich fahre halt auch nicht mehr zurück, ne? Egal, ich muss rein dort, ne? Ich denke, ich kann ja die Dünen gut nutzen, um mich oben ranzuschmiegen, dann kann ich die TD skillen und von oben kann ich auch die Heavys beschießen. Ich glaube, das ist der Gameplan jetzt, ne? Ich meine, das ist alles gespottet. Junge, ich bin unspottet. Ich glaube, ein Gegnerteam wird sich gleich... Muss ich mitnehmen? Okay, gut. 5k, 3 Kills. 7 Kills brauche ich. Damage ist da. Jetzt gilt's, 4 Kills zu leechen. Zack, da ist die Nummer 2. Warum bin ich aufgeregt, Alter? Warum bin ich aufgeregt? Was ist das? Skorpion, dich kann ich jetzt nicht gebrauchen, mein Bester. Lade ich nach? Nee, mache ich nicht.
Oh, was eine Runde auch, um das Ganze abzuschließen, ne? Wäre zwar noch viel Damage drin gewesen, hätte ich nicht auf die Kills gegeiert, aber das passt schon. Holla die Waldfeder. Eieieiei, Leute. Somit hatte ich 21.53 Uhr die Challenge tatsächlich noch geschafft, obwohl ich vor nicht mal noch 45 Minuten noch auf Stufe 8 rumhing. In dem Sinne war es das mit dem Video. Lasst mich gern wissen, was ihr von diesem Challenge-Format haltet. Eventuell kann man das ja in Zukunft öfter bringen bzw. noch weiter ausbauen. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, die Bewertung und Kommentar nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.